Servus Mädels, willkommen bei Bad Melodie. Heute schauen wir uns den Übermacht Cyper an. Tuning, Infos und ob er sich lohnt. Den Übermacht Cyber gibt es für den eigenartigen Betrag von 1.162.500 Dollar. In Wirklichkeit ist es der BMW M2 F87, der kleine Bruder des M3 und M4, kostet ab 52.000 Euro, hat 370 bis 450 PS, Top Speed von 280 km/h und ist in 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Das Tuning schaut euch selbst an. Ich hatte ihn schon modifiziert, habe ihn teilweise zurückgebaut, um es euch zu zeigen. Ich bin jetzt aber erstmal großteils ruhig. Naja, tunen kann man hier schon einiges. Die Farbe des Scheinwerferglases zu ändern, finde ich eine geile Tuning-Option.
Auch im Innenraum ist einiges möglich. Die Designs finde ich eines der geilsten und wichtigsten Elemente in GTA Tuning. Es gibt hier oft unzählige Varianten, hier 12 Stück. Aber natürlich habe ich die Variante genommen, die an BMW M-Design erinnert. Anders ein Fahrzeug aussieht, nur wenn man die Farbe ändert. Letztendlich habe ich mich aber trotzdem für Chrom entschieden und darüber die Kuhfarbe mit Perleffekt Rot, das ist lila, schimmert. Auf manchen Autos mag es gut aussehen, aber warum montieren sich viele einen Gegentisch? Gibt's dafür dann an der Pommesbude Rabatt? Felgen sind,
wie im echten Leben auch ein wichtiges Tuning-Element. Leider habe ich ihn noch nicht gemoddet und somit keine Bennys-Felgen zur Verfügung. Warum viele so auf die Formel 1 Räder stehen, ich check's nicht. Und nun die Frage, lohnt er sich? Naja, das ist bei diesem Fahrzeug leider wirklich schwer zu sagen. Einerseits ist er für die momentanen GTA-Preise relativ günstig. Er bietet viele Tuning-Möglichkeiten. Und es ist ein Fahrzeug, was im realen Leben sehr beliebt ist. Leider ist er nicht sonderlich schnell. Somit lohnt er sich eigentlich nur für Sammler oder BMW-Liebhaber. Schaut wieder vorbei bei Bad Melody, um Infos zu GTA Online und den Autos darin zu finden.